Ja, herzlich willkommen zu Video Nummer 3 vom heutigen Reisbrennen. Ich mach's mal allein, der Tino ist jetzt hinter der Kamera. Aber das reicht auch, den will ja eh keiner sehen. Ja. Nein, wir stellen euch heute mal was vor, was schon ein bisschen älter von uns ist. Viele werden ihn kennen, gerade wenn ihr aus der Region Hannover kommt. Das ist unser Skoda Felicia Pickup. Wir nennen ihn auch liebevoll Empire 911. Ja, warum Empire? Ganz einfach, die meisten Komponenten, die in dem Fahrzeug verbaut sind, sind von Empire. Und die 911 bezieht sich auf den amerikanischen Notruf, auf den Polizeinotruf, weil das Fahrzeug ein bisschen diesen Look 30er Jahre Polizeifahrzeuge hat. Zur Story von dem Fahrzeug. Gekauft habe ich ihn 2008 für 1 Euro. Durchgerostet, komplett. Also da war nicht mehr viel da an dem Fahrzeug. Wir haben dann komplett nochmal von Grund auf neu aufgebaut. Da war zu dem Zeitpunkt eigentlich schon klar, dass wir was mit KFI auf jeden Fall machen wollen, auch ein bisschen fieser. Ein Airbag haben wir vorher noch eingebaut, war nicht ganz so trivial bei dem Auto, da gab es halt wenig Teile für. Wir mussten vom Ford Escort eine Vorderachse einbauen, vom Polo ist eine Hinterachse drin. Ja, seitdem läuft es eigentlich ganz gut. Können wirklich komplett nach unten legen, also mit Ölwanne auf dem Boden. Das ist eine Maximaltieferlegung von 14 cm insgesamt. Wenn wir mal um das Auto herumgehen, folgt uns einfach mal. Wir haben uns bei ein paar Details wirklich Mühe gegeben. Das sind zum Beispiel echte Weißwandreifen. Das ist nichts Aufgeklebtes. Das ist wirklich von einem Spezialisten aufgalvanisiert, so wie das im Oldtimer-Bereich halt auch wirklich tatsächlich gemacht wird. Und nochmal spezielle Mooncaps aus den USA bestellt, die normalerweise für diverse Cadillac-Modelle und ähnliches halt eigentlich da sind. Wir haben ein neues Logo designt im Style vom texanischen Sheriff-Logo. Haben ein paar Sachen rausgenommen, haben ein paar Sachen mit eingefügt. Also selbst das Logo kann man nicht einfach so kaufen. Das ist wirklich ein eigener Designentwurf. Ja, wenn wir mal ein bisschen weitergehen. Jetzt also gucken bestimmt alle auf die Lautsprecher, da bin ich mir sicher. Ja. Und das ist übrigens die Lena. Hallo Lena. Ich komme trotzdem mal ein bisschen näher. Bei der Tür, ich denke mal, ich brauche keinem erzählen, die ist nicht original. Ja. Ich zeige euch jetzt an dieser Tür, was alles original ist. Das da. Das war's. Das. Ja. Der ganze Rest ist halt wirklich neu. Ne? Also wir haben das komplette Panel halt neu aufgebaut. Von der Bestückung her haben wir 4 16er pro Tür, 4 Mitteltöner, 8 Hochtöner. Das sind drei Wege unseres quasi 4 Wege Frontsystems. Der vierte Weg, den haben wir hier oben drin, im Armaturenbrett. Das sind 25er Woofer, das ist quasi unser Kickbass. Also da, wo normale Menschen auf 16er Chassis setzen, da gehen wir halt wirklich mit einem 25er Woofer direkt schon dabei. Damit das schön symmetrisch ist, mussten wir den Tacho versetzen. Jeder, der mal einen Tacho versetzt hat, das ist schon nicht ganz einfach. Bei dem Auto nochmal als zusätzliche Schwierigkeit, es ist eine mechanische Tachowelle. Das heißt, einfach Kabel abschneiden und verlängern ist nicht. Das heißt, wir mussten wirklich vom Getriebe aus die Tachowelle komplett neu verlegen, damit wir den Tacho so versetzen können. Wir haben ein paar Monitore in dem Fahrzeug drin, oben unter dem Dach haben wir ein paar, einen winzig kleinen da vorne noch mit drin und in der Mittelkonsole ein. Was das Fahrzeug nicht hat, ist ein klassisches Radio. Was er trotzdem macht, ist Musik. Komme ich später zu. Gehen wir mal noch einen Schritt weiter. Ja, so sieht das von hinten aus. Wir haben einmal die Ladefläche halt komplett umgebaut, inklusive der Heckklappe. Auf der Heckklappe haben wir noch mal ein kleines Zwei-Wege-System, damit wir nach hinten aus noch ein bisschen arbeiten können. Hier sieht man eine von insgesamt 4 Zusatzbatterien. Und wenn man hier in diesen Tunnel reinschaut, weiß nicht, ob man das im Bild überhaupt noch richtig erkennen kann. Da sind 1, 2, 3 und ganz hinten 4. Woofer. Das Ganze haben wir links wie rechts, das heißt, es sind insgesamt 8 30er Woofer im Bass-Reflex-Gehäuse. Für die Technik, ne, jetzt unter euch, es ist ein 270 Liter Gehäuse je Seite, wer es nachbauen möchte. Wir sehen dann in dem Mittelteil, sehen wir 1, 2, 3, 4 Endstufen, auf der anderen Seite genau das gleiche. Das macht also insgesamt 8 Endstufen, das ist aber nicht alles. Zu dem Zeitpunkt ging mir leider der Platz für die Präsentation aus. Versteckt sind noch 5 weitere Endstufen, das heißt, das Fahrzeug verfügt insgesamt über 13 Endstufen. Alles von Empire, ein paar Monoblocks, ein paar Zweikanal, ein paar Vierkanal. Ich möchte jetzt nicht so ganz ins Detail gehen. Für euch als einige Fakten. Insgesamt haben wir bei dem Auto verbraucht etwa 60 Kilo Spachtelmasse, um das alles entstehen zu lassen. Etwa 200 Quadratmeter Glasfasermaterial. Es müssten so um die 120 Liter Harz gewesen sein.
Es sind verbaut in dem Fahrzeug etwa 2000 Meter neue Kabel. Jetzt wird es ein bisschen lauter, hier kommt nämlich gerade ein Drifter um die Ecke. Sehr laut, die Teile. Und es sind in dem Fahrzeug drin, in Quadratmetern gerechnet, etwa 30 Quadratmeter Dämmmaterial. Das macht in Kilos ausgedrückt etwa 100 Kilo Dämmmaterial. Wie klingt das Ganze? Sehr laut. Wir werden das versuchen, mit der Kamera darzustellen. Aber ich glaube, das wird jetzt, das wird, glaube ich, gleich nichts werden. Ja. Hören wir es uns trotzdem an. So, da sind wir. Das ist übrigens die Lena immer noch. Nur noch hier. Ja. Und wir machen jetzt einfach mal Musik an und schauen, was passiert. Ob man das noch hören kann. Let's rage! Ich weiß nicht, ob ihr mich verstanden habt. Wahrscheinlich habt ihr mich nicht verstanden. Der Wagen ist wirklich sehr, sehr laut. Lena, der Wagen ist? Sehr laut. Sehr, sehr laut. Ja. Für alle Nachahmer, die es nachmachen wollen, könnt ihr gerne tun. Wir belästigen euch da auch gerne mit sachlicher Hilfe. Ne, k-und-audio.de, die meisten kennen die Adresse von euch schon. Oder bei Facebook, facebook.com/k-und-audio. Könnt ihr auch reinschauen. Da werdet ihr auch ein bisschen mehr Bildmaterial zu dem Fahrzeug halt finden. Und als letztes bleibt zu sagen, was kostet so eine Nummer? Kann man einfach sagen, wenn ihr das Auto so gebaut haben wollt von uns, welches auch immer, das stecken etwa 3000 Arbeitsstunden drin plus Material, da reden wir also etwa über 100.000 Euro. Lasst euch vom Preis jetzt nicht schocken, es ist halt Spaß. Also ihr könnt euch dafür eine Wohnung kaufen, aber mal Hand aufs Herz, da tut ihr ja auch nur drin schlafen, oder ihr kauft euch einfach mal sowas. Ja? So gut gemeinter Rat. Also ich finde es ein gut investiertes Geld gewesen. Ja. Okay, das war Video Nummer 3. Es wird heute noch ein viertes Video geben. Da ist auch wieder der Tino mit dabei. Dann kommt er von der Kamera nochmal davor gekrochen. Da machen wir nochmal ein bisschen Kontrastprogramm für alle Leute, denen das vielleicht ein bisschen zu heftig war. Schauen wir mal, wie es dann da aussieht. Bis dahin. Tschüss.